damit willkommen zu Anthem. Ja. Verwenden wir Online-Services? Willkommen Freelancer, entdecke, was dich während der Anthem-Demo-Wochenenden erwartet und wie EP-Spieler bis zu 3 Folgen einladen können. Lalalala, Freelancer Vision, oder? Störe dein Javelin. Mach dich mit der Tastaturlegung vertraut, um alles über das Fliegen und Kämpfen in deiner Javelin zu erfahren. Das ist mein Fuß gerade unter dem Stuhl geraten. So. Legion of Dawn Edition. Ich schließe die Legion der Dämmerung an und was? Ist die Lechte? Ach, Stil, echte, legendäre Rüstungspakete und vieles mehr. Kaufe noch heute. Vielen Dank, wir hoffen, lalala, alles klar. Das wir uns am 22. Februar, da kommt übrigens dann die Vollversion raus. Genau, und vorbestellt haben wir natürlich auch schon. Alles ganz, ganz easy peasy. Und bla bla bla, das brauchen wir eigentlich nicht, oder? Ist das irrelevant? Escape. Okay. Ah, hallo. Wir sind halt nur Vollversion erhältlich. Okay. Warum haben wir dann das ganze Spiel runtergeladen? Einstellungen. Wir müssten mal hier Bewegungsunschärfe. Ich mag das sowieso nicht. Schärfentiefe. Können wir auch ausmachen. Das ist dieses normalerweise diese Unschärfe da. Dann haben wir hier alles auf Ultra, da gehen wir trotzdem mal rein. Kann ich gar nicht, warum nicht? Ach jetzt. Und Benutzer definiert. Umgebungsverdeckung brauchen wir eigentlich nicht wirklich, können wir ausmachen. Gelände, Post-Processing können wir alles lassen. Anti-Aliasing. Kann man eigentlich auch ausmachen. Das bringt eh nicht so viel. So, übernehmen. Zurück. Audio, was haben wir denn hier? Lautstärker, Kugelaufprall. Dynamik weit. Konfiguration, Stärke, kann man lassen. Voice over IP. Kann man eigentlich auch so lassen. So. Steuerung. Ah, lassen wir es da so. Siehst du, es sieht nämlich genauso geil aus wie vorher. Man sieht so gut hier gar nichts. Normalerweise ist immer jemand im Vor, der eine Geschichte zu erzählen. So, wir gehen einfach mal den Punkt hinterher. Ist ja eh eine Demo. Rumquatschen kann man nicht viel. Haben wir gerade zum Anfang. Oh. Schön. Oh, wie das hier glitzert. Die Sonne da drinnen glitzert. Okay. Erst sind nur begrenzte Inhalte verfügbar, ist ja klar in der Demo.
Was mich halt das wundert, das ist echt so eine riesen Demo. Was hast du so getrieben? Das wird dir gefallen. Pass auf. Es wird die Mannigfalt genannt. Naja, genau genommen nenne ich es ebenso. Und was genau macht es? Seit Jahren schon kursieren Gerüchte um ein Gestalterrelikt, das die Eigenschaften anderer Objekte verstärken und verbessern können soll. Ich habe selbst nie eines gesehen und mir ist auch ansonsten niemand bekannt. Aber dank des elysischen Manuskripts weiß ich womöglich, wo eines ist. Und zwar genau hier, in Bastion. Und du meinst, das könnte meinen Javelin stärker machen? Exakt. Schon aufgeregt? Keine Sorge. Sobald wir die Mannigfalt gefunden und zum Laufen gebracht haben, wirst du begeistert sein. Das garantiere ich. Zuerst die Mannigfalt, dann verbessern wir deinen Javelin. Du bringst das Herz des Zorns zum Schweigen und bam! Alle leben glücklich und zufrieden. Ganz so einfach wird es dann doch nicht. Ach was, Kleinigkeit für dich. Ich habe Faye bereits alle Standortdaten geschickt. Ich kann es kaum erwarten. Doch, das sagt nochmal was. Wie lautet der Plan? Rausgehen. Versuche nicht zu sterben. Er brutzelt da seinen Fisch. Ist das neu, oder? Ist überhaupt brutzeln? Das hört sich zumindest an, ne? Sache. Kurbel. Okay. Können wir da hinten rum? Was ist das? Bewegt sich seit der letzten Reparatur ein wenig anders. Ich muss ihn einfach noch ein wenig einspielen. Freelancer, der Auftrag verlief gut, hoffe ich. Cool. Es wird heiß werden. Du musst viel trinken. Mhm. Okay. Das zu. Was haben wir da? Kann man mit dir schwätzen? Vielleicht sollte ich meinen Bart stutzen. Trägt man das so? Vielleicht, ja. Coole Sache. Hey, wie lief dein letzter Job? Hart. Wenn ich noch atme, lief es wohl gut. Wohl wahr. Bin selbst gerade erst zurück. Ein verdammter Titan hätte mir fast den Arm abgerissen. Irgendwas ist immer weh. Owen hat vorbeigeschaut. Wollte sicher gehen, dass deine Aufzeichnungen stimmen. Aber keine Sorge. Mich hält nicht mal ein Titan davon ab, diesen Laden hier in Ordnung zu halten. Wie bist du eigentlich zu unserem Buchhalter geworden? Du wirkst nicht gerade wie ein Bürohengst. Facetten, Mann. Wir haben sie alle. Egal, ob du einen guten Schützen oder ein gut geführtes Konto suchst, frag Lucky Jack. Wir leisten alle unseren Beitrag in der Familie, oder? Ja. Ja, jeder hat seine Rolle. Du bist also der Cousin, der gern Papierkram sortiert. Und gar kalt macht. Die Balance ist wichtig. Das kann ich gut. Fazit? Wir halten uns gegenseitig den Rücken frei. Ist nicht so, als hätten wir noch andere auf unserer Seite. Heute nicht, aber wir werden das Blatt wenden. Das ist die richtige Einstellung. Ja. Wir brauchen Freelancer, die Aufträge reinbringen, Arbeit erledigen. Je besser die Enklave sich macht, desto besser geht es uns allen. Richtig? Na gut, ich muss Berichte aktualisieren, ehe ich wieder nach draußen gehe. Gibt Läufer zu retten, Relikte einzudämmen. Du kennst das ja. Ja, wir kennen das. So, jetzt gehen wir da mal raus. Haben wir schon gesehen da unten drin? Neues zu dem Läufer?
Oh, cool. Was bist du denn für ein Hübscher? Oder Hübsche? Man weiß es nicht. Schwere Objekte, Schrotflinten, Präzision, LMP. Okay, das sind anscheinend die Waffen, die wir jetzt momentan haben. Wo geht's denn da noch hin? Okay. Oh. Was gefunden? So, gucken wir mal nach hier hoch. Expedition, okay. Okay.
Ups. Ja, hat sich das Audio weggehangen. Ist ja noch eine Demo. Und Leute anschließen, ja. So. Menü. Oh shit. Oh shit, nicht reparierbar. Sind eigentlich die anderen? Ein Gegner? Ach da rennt noch einer. Wo die anderen sind? Keine Ahnung. Team besiegt. Nochmal löschen hier unterwegs. So. Ich bin hier gelandet.
Sag mal, komm ich da überhaupt nicht wieder hoch? Gesichert. Ich beginne mit das herauszufinden. Geh zurück zur Ruine und versuch die Tür zu öffnen. Das sind wieder die Krebse. Bleib wachsam. Vermutlich ist das Dominion hier. Da ist nur einer. Wo sind die anderen Pappnasen? In dieser Kammer eingesperrt waren, verhielten sich merkwürdig. Sie wirkten verwirrt, aber genug davon. Wir sollten weitermachen und herausfinden, wie wir zur Mannigfalt kommen. Ich habe die Mannigfalt gefunden, aber sie wird von einer Art Barriere geschützt. Sie ist zu irgendeinem Zweck mit der ganzen Gestalterstruktur verbunden. Du musst die Verbindung unterbrechen, bevor die Mannigfalt entfernt werden kann. Ist das so richtig?
Ja, gibt's da irgendwo einen Hinweis? Keine Ahnung. Woher wissen die, welche Symbole? Ja, da ist nichts drauf. Woran sieht man, welche Symbole wohin müssen? Muss doch ein... Irgendwas muss es doch geben. Es ist doch kein Zufall, dass da Symbole angezeigt werden. Ah. Hier ist das Gelbe. Mein Gott. So, dieses. Ne? So. Und was ist hier? Nichts. Dreht er da wieder auf blau? Ist doch ein gelbes. Das da. Die Pappnase. Aha. Warum macht er das jetzt blau? Wenn da ein... Ich weiß nicht. Warum macht er das auch blau? Okay, hier ist das Lilane. So, da hinten ist das Gelbe. Ist da. Jetzt haben wir eigentlich nur noch das hier hinten. Da schimmert's rot da oben, also gehe ich mal davon aus, das Rote.
So. Die Barriere ist weg. Sei bloß vorsichtig. Die Manifold ist sehr empfindlich. Und gefährlich? Das wahrscheinlich auch. Hab sie. Bin auf dem Rückweg. Ich fasse es nicht. Wir haben es geschafft. Bis gleich. Mission abgeschlossen. Yeah. Und nun? Ah. Ja, wenn das mal nicht synchron war, dann weiß ich auch nicht. Ich bin erst Medaille, yeah. Stopp, das war's. Rohe Gewalt, das klingt doch gut.